Euer Hund hasst Autofahren. Ihm wird speiübel, wenn er ins Auto muss. Er fängt das Speicheln an. Er will gar nicht einsteigen. Dann leidet er wahrscheinlich an einer sogenannten Kinästhese. Das hört sich jetzt total schick an. Kinästhese meint aber eigentlich, dass euer Hund an einer Reiseübelkeit leidet. Ihr kennt das vielleicht selber, dass ihr im Auto nicht hinten mitfahren könnt oder dass ihr nicht in einem Reisebus fahren könnt. Oder für mich der absolute Albtraum, Kettenkarussell oder ähnliches. Das liegt einfach daran, dass wir diese Reize nicht gut verarbeitet kriegen, die da über das Gleichgewichtsorgan und über unsere Augen im Gehirn dann verschaltet und verarbeitet werden müssen. Und das führt dann eben zu entsprechender Übelkeit, gegebenenfalls auch zum Schwindel. Wir hatten ja die letzte Woche das Vestibularsyndrom, da ging es ja schon um das Gleichgewichtsorgan. Da hatte ich euch auch schon aufgezeigt, wie das eben alles zusammenhängt, wie das verschaltet ist, auch mit der Nackenmuskulatur und mit der Rumpfmuskulatur. Und bei der Kinästhese haben wir eben auch wieder ein Problem, dieses Gleichgewichtsorgan, dass eben diese schnellen Bewegungen, wie sie beim Autofahren entstehen, plus diese schnellen Reize, die am Auge vorbeiziehen, dann zu einer Irritation im Gehirn führen, bei der Verschaltung führen und bestimmte Areale gereizt werden, sodass die dann eben zur Übelkeit führen. Nun, was kann man machen, beziehungsweise was sind so Verstärker dieser Kinästhese? Ein Verstärker ist definitiv der Stress, also ist der Hund gestresst, wird es noch viel, viel schlimmer werden mit diesen Wahrnehmungsproblemen. Und was auch noch eine sehr große Rolle spielt, sind Dysfunktionen, also sogenannte Blockaden hier in den vorderen Kopfgelenken beim Hund. Diese sind wieder ganz eng verbunden mit Hirnnerven, die dann dieses ganze Problem einfach forcieren. Was könnt ihr nun machen? Also einmal würde ich definitiv überprüfen lassen, wenn euer Hund an so einer Reiseübelkeit leidet, ob so besagte Dysfunktionen der Kopfgelenke vorliegen, da einfach mal zu eurem Physio oder zum Osteo gehen und das mal überprüfen lassen. Und dann kann man bestimmte Management-Dinge vornehmen. Das heißt, dass man vielleicht mal probiert, die Sicht im Auto zu nehmen, dass der Hund gar nicht mehr diese schnellen Bewegungen mitbekommt. Zum Beispiel in der Box, dass man die Box vielleicht auch so wählt und vielleicht ein bisschen ausstopft, dass er nicht so schnell und so viel hin und her bewegt. Die Katze schreit auch schon im Hintergrund, ganz toll. Mal schauen, ob sie noch mehr zu sagen hat. Ich hoffe nicht. Also, dass eben dieses in der Box liegen und dass man dann für eine gewisse Sicherheit sorgt. Dass er nicht so, oh, sie ist doch sehr gesprächig. Wir schauen mal, ob wir das noch zu Ende bringen. Und ja, und ansonsten, neben diesen Management-Geschichten, kann man natürlich auch Übungen machen. Auch da kann euch sicherlich euer Physiotherapeut, Physiotherapeutin weiterhelfen. Hier geht es in erster Linie um Training des Gleichgewichts auf instabilen Unterlagen. Es geht darum, dass der Hund zum Beispiel solche Übungen macht, wo er um die eigene Längsachse rollt. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann. Und das ist definitiv in den Griff zu kriegen. Bevor jetzt die Katze hier total übernimmt, würde ich einfach sagen, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.